Nordrhein-Westfalen macht Druck für ein bundesweites Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige oder schwangere Beifahrer sind. In einem gemeinsamen Antrag forderten die Regierungsfraktionen von CDU und FDP mit der Opposition aus SPD und Grünen die Landesregierung am Donnerstag auf, über den Bundesrat einen Gesetzentwurf für ein entsprechendes Rauchverbot einzubringen. Die AfD enthielt sich. Bundesweites Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, sicherte zu, dass die Landesregierung eine Bundesratsinitiative vorbereiten werde. NRW wolle auch mit anderen Landesregierungen Gespräche über ein Rauchverbot in Autos führen. Schon die Gesundheitsminister der Länder hatten im vergangenen Herbst die Bundesregierung aufgefordert, ein bundesweites Rauchverbot in Kraftfahrzeugen mit Minderjährigen und Schwangeren als Beifahrern einzuführen. 166.000 Kinder sterben jährlich durch Passivrauchen. Weltweit sterben jedes Jahr 166.000 Kinder an den Folgen des Passivrauchens, heißt es in dem Antrag. Das Deutsche Krebsforschungszentrum schätze, dass rund 1 Million Minderjährige in Deutschland Tabakrauch im Auto ausgesetzt seien. Auch E-Zigaretten könnten verboten werden. Auch E-Zigaretten könnten unter ein gesetzliches Rauchverbot in Autos fallen. Wenn E-Zigaretten für Kinder gefährlich seien, gehörten sie auch in das Gesetz, sagte Laumann. Das müsse im Rahmen der Bundesratsinitiative geprüft werden. Asthma, Übergewicht und plötzlicher Kindstodfolge des Passivrauchens für Kinder können massive Gesundheitsschäden an der sich noch entwickelnden Lunge und den Atemwegen sein, heißt es in dem Antrag. Asthmaerkrankungen könnten sich verschlimmern und der Blutdruck könne sich erhöhen. Mediziner diagnostizierten ferner ein erhöhtes Risiko für Aufmerksamkeitsstörungen, Übergewicht und Diabetes 2. Bei Säuglingen steige das Risiko eines plötzlichen Kindstodes. Schadstoffe im verrauchten Auto besonders hoch. Die Passivrauchkonzentration sei für Minderjährige nirgends so hoch wie als Beifahrer, heißt es weiter. Messungen zufolge sei die Schadstoffkonzentration in einem verrauchten Auto 5-mal so hoch wie in einer durchschnittlich verrauchten Bar. Rauchverbot im Auto als eine Art Gurtpflicht, niemand würde auf die Idee kommen, seinen Säugling mit in eine Raucherbar zu nehmen, sagte Marcel Hafke von der FDP. Punkt. Der SPD-Abgeordnete Dennis Melzer sagte, genauso wie die Gurtpflicht wird auch das Rauchverbot dazu führen, dass Menschenleben geschützt und gerettet werden. Staaten wie Großbritannien, Italien, Griechenland, Österreich oder Frankreich, Südafrika und Australien haben bereits Rauchverbote in Autos eingeführt, wenn Minderjährige mitfahren.